Werbung abgesahnt. Wunderbar. Das würde sich für Twitch-Partner echt, obwohl die können auch so Werbung schalten, ne? Aber wo? Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, mein Speicherstand bleibt. Mein Speicherstand ist geblieben, ja. Hey, wir haben gerade mal die ersten beiden Kapitel gemacht gehabt, krass. Ich dachte, es wäre mehr gewesen. Jetzt habe ich hier einen Steam-Bug. Nein, Steam hängt sich auf. So, Add Game, Super Meat Boy, Fullscreen. So, bevor ich jetzt hiermit anfange, gibt es noch irgendwelche Themenvorschläge, weil ich glaube, auf den Chat gucken wird schwierig in der Zeit. Beziehungsweise passt es so vom Sound her. Das könnte man vielleicht auch nochmal sagen. Ja, du bist ziemlich pünktlich für Super Meat Boy. Black Stories sind so Geschichten, wo du einen seltsamen Vorgang erklärt bekommst. Nein, bist du nicht, Korne. Wo du einen seltsamen Vorgang geschildert bekommst und dann versuchen musst zu erraten, was hinter diesem Vorgang steht, was für eine Story. Und Black Story halt, weil du einen gewissen Teil nicht siehst. Also quasi nur als schwarzen Punkt, so. Ganz kleines Müh lauter. Was Müh lauter? Die Musik oder mich? Ja, die meisten Black Stories findest du im Internet und ich glaube auch selten, dass sich Leute selber, ja, ich glaube nicht, dass sich Leute selber was ausdenken können. Sound ist perfekt. Okay. Wenn ihr das so sagt, dann glaube ich das mal. Ja, das mit dem Sägespänen kommt mir bekannt vor. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, aber ich kann mich nicht an die Lösung erinnern und ich kann sie auch nicht herleiten. Also, lassen wir es lieber. So, Meat Boy, ab geht's. In die Dark World von dem Hospital. Da muss ich jetzt erstmal wieder ein bisschen gucken, dass ich hier checke, was man hier überhaupt in der Dark World so alles. Ja, es ist immer gut, wenn man in die Dark World reinstartet am Anfang von der Session, weil das ist überhaupt nicht schwer oder so. Nee. Ja. Themenvorschlag war meine Zockerkarriere. Da habe ich zwar irgendwann, glaube ich, schon mal drüber geredet, aber das würde, wenn, wird den meisten jetzt wahrscheinlich nichts mehr sagen. Nein, da war. Scheiße. Angefangen hat die ganze Chose bei mir, als ich mal beim Kumpel war in der Grundschule und da ein N64, der ein N64 da hatte, da haben wir ziemlich oft Pokémon Stadium gesuchtet. Und irgendwann habe ich mir dann auch ein N64 geholt. Pokémon Stadium Edition, glaube ich, war das auch. Also das ist so ein Pika N64, so wo ein Pikachu als Reset-Button, also der Fuß vom Pikachu ist ein Reset-Button und so. Nein, oh, was mache ich denn hier? Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Wichtig. Ja. Der Fuß ist. Was macht. Ja. Sehr schlau. Der Fuß ist ein Reset-Button. Und ja, mit dem N64 habe ich dann auch mit Pokémon Stadium quasi. Pokémon Stadium 2 war das damals. Da habe ich dann. Also, er hatte 1 und ich habe mir dann 2 geholt. Weil das halt gerade aktuell war, glaube ich. Alter, ich glaube, Pur-Musik und SMB-Musik gemischt ist ab jetzt ein Horror für mich. Das kannst du. Alter, ich habe 17 Sekunden Zeit in diesem Level und ich muss, hab's in 10 gemacht. Das war irgendwie unnötig. Naja, was soll's.
Ich glaube aber, hier sollte man ein bisschen Ausschau nach Pflastern halten, weil die sind hier teilweise ein bisschen miese Verstecken, ja. Oder man läuft einfach mal gegen Wände, das kann man auch bringen. Ja, hat mit dem N64 dann angefangen, ich weiß auch gar nicht, was ich... Ich hab dann, glaube ich, als erstes ein paar N64-Spiele bekommen, so Super Mario 64, Kirby 64 habe ich auch... wie heißt das? The Crystal Charts, glaube ich? Ja, ich meine schon. Das waren so meine ersten N64-Spiele. Ich habe aber auch relativ zeitnah dann einen gebrauchten SNES bekommen. Und ja, mit dem gebrauchten SNES, nein, das wäre es gewesen. Ja, da war ein Controller kaputt, das war ein bisschen scheiße, aber da habe ich mit einem Kumpel trotzdem immer Super Mario World draufgezockt. Der hat dann halt einen kaputten Controller meistens in die Hand gedrückt bekommen. da musste man halt, also so richtig kaputt war er nicht, aber man musste halt fest drücken und der hat danach dann immer Fingerschmerzen gehabt. Ja, immer schön asozial sein, ich weiß. Name ist Programm. Ach, ich muss nur abspringen und ich mach's nicht. Warum mache ich es nicht? So, jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration hier und zack, wunderbar. Passt doch. Oh, jetzt werden hier Black Stories ausgetauscht. Jetzt kann ich nicht mehr mitreden. Naja, ja, Black Stories, die das Leben schreibt. Ich weiß gar nicht, ob viele von den Black Stories tatsächlich echt sind oder, ja, oder ob es einige gibt, die davon echt sind und die irgendjemand so abstrus fand, als er sich mal Gedanken macht. Ich meine, im Prinzip ist das ja nur Abstraktion von irgendwelchen Situationen, die an sich durchaus vorkommen können, ja, die irgendwie logisch erklärbar sind. Ja, also das heißt logisch erklärbar, manche sind wirklich ein bisschen krass, wenn Leute sterben oder so, aber, ja. Ach, scheiße. ja, von daher, man kann sich schon vorstellen, dass das Geschichten sind, die es auch wirklich mal gab, aber vielleicht nicht unbedingt, dass es Geschichten sind, ja. Ja, wo sich Leute halt mal abstrahiert Gedanken gemacht haben darüber, warum oder ob sowas wirklich so abstrus ist oder, ja, halt darauf gekommen sind, dass es auch ziemlich abstrus ist, wenn man mal so objektiv darüber nachdenkt. Aber wenn du als Befangener in so einer Situation bist, die solche Black Stories schreiben, dann machst du dir wahrscheinlich nicht solche Gedanken darüber. War das mit den Sägespänen nicht irgendwie so, dass die Frau Bestatter ist oder so? Aber genauer kann ich es mir dann auch nicht mehr erklären. So, das Pflaster haben wir schon mal. Das Problem ist hier eben bei den Ventilatoren, du musst dich erst immer ein bisschen runterfallen lassen, damit du ganz nach oben kommst. Und wenn du... Nein, wenn du dich zu weit nach unten fallen lässt, passiert eben genau sowas. Fuck. So, jetzt nach unten. Nein, ach, da wird man weggetreten. Ach, scheiße. Ja, nee. Da muss man, glaube ich, auf den ganz kleinen Vorsprung da und von da direkt abspringen. Was? Okay, kann man noch stehen. Na? Oder von rechts an die... Oder so? Das hat eben... Ja, das hat eben geklappt. Könnte man auch nochmal probieren. Ja, passt. Also hier Pflaster und A-Plus gleichzeitig mitzunehmen, ist fast unmachbar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es manche Black Stories wirklich aus dem Leben übernommen wurden. Andere hingegen, also bei manchen ist es wirklich sehr abstrus. Das habe ich schon wieder nicht geschafft. Na? Aber so kann man es auch schaffen, glaube ich. Wenn man direkt hier nach... Boah, rechts... Ja, nach links geht. Na? Sogar zu weit. Krass. Ja, irgendwas mit einem Kleinwüchsigen kenne ich auch, der dann... sich irgendwie umbringt, weil ein anderer kleiner geworden ist oder so. Weil er nicht mehr der kleinste Mann der Welt ist. Boah, das war ein bisschen eng. Na, das ist zu kurz. Und nach oben. Gut, Bandit schon mal gesichert. Hey, genau dasselbe kenne ich mit einem Mann, glaube ich.
Nee, egal. Naja, ich weiß nicht, weil meist, also manchmal sind das ja wirklich Geschichten. Ich meine, selbst wenn du, wenn du kleinwüchsig bist und denkst, du bist gewachsen und merkst, dass das doch nicht ist, würdest du dich nicht direkt umbringen, weil wenn du kleinwüchsig bist, lebst du in einer gewisser Weise ja auch damit, dass du kleinwüchsig bist. Von daher ist die Logik in Anführungszeichen hinter den Geschichten auch manchmal ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber wie gesagt, bei einigen könnte ich mir durchaus vorstellen, die sind dann aber meistens nicht ganz so abstrus, dass sie aus dem echten Leben übernommen wurden. Nee, das war zu tief. Ja, wenn man hier auf Schnelligkeit durch will, muss man eben relativ schnell die richtige Position bei jedem Ventilator finden. Ich weiß nicht, ob man es direkt am Anfang machen muss. Aber ich habe bei den Ventilator-Missionen meistens Probleme, dass ich denke, die A-Plus-Zeit liegt unglaublich niedrig und ich muss mich unglaublich beeilen. Und im Endeffekt hast du Zeit, die relativ großzügig bemessen ist. Na? Einmal noch ganz nach oben? Nein, das hätte doch klappen. Ach, scheiße. Aber das hätte, wäre beinahe gut gegangen. Naja. Irgendwo waren wir noch stehen geblieben beim Zocken, ja. Wie gesagt, N64 und SNES waren so ziemlich die ersten bei mir. Und für den SNES hatte ich dann auch so ein bisschen Standardspiele, sowas wie Super Mario World natürlich, Super Mario All-Stars war auch dabei. Ja, X-Factor ist auch. Aber X-Factor hat halt diesen gewissen Gruselfaktor. Bei X-Factor geht es den Leuten auch nicht so darum, das Logik zu schaffen, sondern einfach darum, dass es gruselig ist. Und ja, wenn die dann sagen, ja, diese Geschichte ist wirklich geschehen, dann glaube ich X-Factor das manchmal auch genauso wenig wie solche Black Stories. Du brauchst in der Dark World keine A-Plus für 100%. Junge. Moment, da ist doch Glitch Girl, oder? Wieso ist da Glitch Girl? Wir wiederholen das nochmal. Vielleicht ist jetzt Glitch Girl da oben. Ich glaube fast schon. Weil wenn man die in der Wiederholung sieht, wird die wahrscheinlich auch bleiben, oder? Nee, okay, schade. Weil die müssen wir in der Welt halt auch noch finden. Zurück zur Karte. Ja, aber ich hatte auch ein paar exotischere Spiele, glaube ich, für ein SNES. Ich hatte dieses eine Mickey-Maus-Spiel, was Cornel mal LP'd hat, was mir gar nicht so richtig bewusst war, dass ich das mal besessen habe, aber als ich Cornels LP dann gesehen habe, mir eben immer mehr klar wurde, Mensch, das kennst du doch irgendwo her. Das war, sowas finde ich immer, ist eine coole Situation, wenn du irgendwas nicht mehr weißt, was du mal besessen hast und dann merkst, oh, das kenne ich ja irgendwo her. Moment, reicht es nicht, wenn ich hier... Ne, es reicht nicht. ja, aber das ist gar nicht so einfach, hier da links hinzukommen. Obwohl es vielleicht sogar reichen würde, wenn man von rechts dahin kommt. Na, so nicht. Muss halt schon gegensteuern. Naja, was hatte ich noch? Ich hatte ein Schlümpfe-Spiel, was mega schwer war. Wo ich mir auch dachte, what the fuck, wer soll denn da durchkommen? Dann hatte ich noch so ein Tiny Toons Game, das war auch nicht gerade leicht. Na. Genau. Und jetzt einmal so. Nein, das hätte fast gereicht. Okay, wir merken uns, wir müssen noch ein bisschen höher abspringen. Obwohl es vielleicht auch reichen könnte, wenn man so macht. Ja, das könnte reichen. Wenn man da richtig durchkommt. Auf jeden Fall. Mit dem Asterix-LP, ja. Tatsache. Das Asterix-LP kann ich mir durchaus vorstellen, dass das bei einigen auch so ein bisschen geflasht hat. Das haben auch ziemlich viele in den Kommentaren geschrieben. Ich glaube, das Asterix-LP ist das auch eines der LPs, wo ich... Ja, das ist, glaube ich, mein meistgegucktestes LP. Das ist ein bisschen hart. Wahrscheinlich einfach nur, weil die Leute das mal gesucht haben und dann halt nur gefunden haben. Weil die meisten haben das, glaube ich, für Playsee gezockt. Und ja, dafür gibt es halt
Naja, beziehungsweise da ist die war damals die Aufnahmemöglichkeit halt noch nicht so etabliert, weiß ich gar nicht. Ich glaube, also zu der Zeit, wo ich angefangen habe, ich meine, ich bin jetzt nicht einer der ersten LPer gewesen, aber ja. Ich habe auch nicht viel gesehen, wo Leute irgendwie Playsy-Spiele aufgenommen haben oder so. Meistens waren es über PC irgendwelche Sachen. Klar, ich bin natürlich auch ein bisschen Nintendo belastet, das ist ganz klar. Von daher kann ich das vielleicht auch gar nicht so richtig erkennen, aber so. Nee, das. Wieso funktioniert denn das nicht? Muss ich echt von oben springen? Also von oben sah bis jetzt so aus, als könnte man es eher schaffen. Wow, das war jetzt hoch. Das hätte auch klappen können. So, wenn ich jetzt hier nach links springe. Ja, passt. Wunderbar. Das hier sollte mal wieder irgendeine Anspielung auf irgendein Spiel sein. Gameboy-Spiel wahrscheinlich. Irgendeins, was ziemlich viel Epilepsie fördert. Offensichtlich. Aber keine Ahnung, was das für eins sein soll. Ja, man sollte vielleicht nicht unbedingt alle mitnehmen. Aber jetzt kommen wir schon in Bereiche, wo die Warp-Zones ziemlich hart werden, glaube ich. Ja, sowas zum Beispiel darf man dann nicht mehr machen. Und wo man auch mal zwischenstoppen muss. Ja, wunderbar. Schon Game Over. Also die Warp-Zones jetzt werden schon ein bisschen anspruchsvoller auf jeden Fall. Ich glaube, die Warp-Zones, wenn man die zusammenzählt, oder wenn man die Schwierigkeitsgrade so zusammenzählt von den Warp-Zones, so den durchschnittlichen, dann bist du auf jeden Fall über dem Niveau vom Spiel. Also vom restlichen Spiel. Nach. Ja, auf solchen kleinen Abschnitten landen. Ich weiß gar nicht, würde es reichen, wenn man hier so durchspringt? Vielleicht schon, aber dann müsste man den obersten mitnehmen. Genau. Dann könnte man bestimmt auch so durchspringen. Richtig, passt. Nein, och, ja. Wenn da natürlich hängen bleibt, ist das scheiße. Von Game Boy Color, ja, sah so aus. Aber was für ein Spiel speziell jetzt, könnte ich dir nicht sagen. Und durch. Ist aber auch ein bisschen eng hier. Nein, das hätte klappen können. Aber so muss man es machen, um das Pflaster zu bekommen. Man muss in der Mitte stehen bleiben, weil wenn du das so versuchst wie bei den beiden da drunter, dann wirst du genau dasselbe Problem haben. Wow. Klappt es? Ja, das weiß nicht sogar. Nein! Ich flieg zu hoch. Ich glaub's nicht. Okay, jetzt müssen wir uns dreimal umbringen. Oder wir könnten schon mal üben. Ich glaube, die Stages hier sind nicht so schwer. Ja, das kann auch täuschen. Aber ich glaube, die erste ist wirklich die schwierigste. Na, und da muss man halt an der Wand. Ja, okay, ich glaube, das kriege ich hin. Das sollte ich hinkriegen, von daher. Ich denke, ich werde heute so bis um 2 oder 3 streamen. Ey, das ist gar nicht so leicht. Ja, ich wollte ja gar nicht das Level schaffen. Das ich muss ja das Pflaster wiederholen. Also zumindest der letzte Death war absichtlich. Die davor waren ein bisschen zum Gucken. Nein. Zu wenig Speed. Naja. Weiß nicht, was gab's noch so an Spielen? Was hatte ich denn noch für ein SNES? Ja, das war jetzt optimal. Probier einfach mal durchzuspringen, wenn du den obersten Stein nicht wegmachst. Aber das finde ich auch tatsächlich sind die schwersten Sachen hier so mit den verschwindenden Blöcken, weil du da halt nicht immer dieselbe Situation hast, sondern immer wieder unterschiedliche, je nachdem, welche Steine du wegmachst. Bei anderen Situationen weißt du ja im Voraus ungefähr schon, da kannst du teilweise auch auswendig lernen, so ein bisschen. Das macht es dann ein bisschen leichter. Nein, schon wieder zu kurz. Irgendwie läuft es auch gerade nicht, ich weiß nicht warum. So. Den obersten habe ich. Anlauf, springen habe ich. Okay. Nein! Das war scheiße. Der WR in SMB Speedrun.
Bei wie vielen Minuten? Allein schon die Frage nach Minuten statt nach Stunden zeigt, dass du an viel glaubst. Aber nee, ich glaube auch, dass man hier relativ schnell durchkommen kann, wenn man richtig suchtet. Aber ich denke, No Death Run wird's nicht sein. Was? Wieso konnte ich da jetzt nicht abspringen? Krass. Naja. Also ein paar alte SNES-Spiele müsste man echt nochmal rauskramen, aber ich bin irgendwie zu faul, meinen SNES an die TV-Karte anzuschließen. Wieso kriege ich den Sprung jetzt nicht mehr? Minuten. Ja. Selbst das zeigt, dass du hier ein gar nicht so kurzes Spiel vor dir hast, wenn du Super Meat Boy zockst. Das war zu viel stehen gelassen gerade. Da konnte ich nicht richtig drauf landen und wieder abspringen. Naja, das ist super. Da kann man bestimmt viel mit anfangen. Ja, wie gesagt, solche Level hier, wo man so Sachen wegmachen muss und stehen lassen und alles Mögliche, die finde ich mit am schwersten. So, das hat jetzt mal gepasst. Sowas bitte öfter. Oh, ich hab's geschafft, oder? Ja? Es sieht so aus. Aber wieso gibt's oben rechts so eine Zielfahne von wegen 5 Sekunden? Ich meine, A+ gibt's ja in den Warpzone sowieso nicht. Also. So, jetzt dürfen wir nur nicht zu oft sterben. Fängt schon mal gut an. Ja, fängt schon mal super an. Anstrengen. Springen. Warten, springen und da haben wir's. Gut. Ich sag ja, die Stage ist eigentlich nicht schwer, aber wenn du da nicht nachdenkst. Ja, übrigens achtet nicht auf die Form von dieser Stage. Das könnte zu Missverständnissen führen. So, dann hätten wir die. Was? Ja, weil ich zu hoch gesprungen bin, ist klar. Genau. So, jetzt einmal noch hier rum. Nein, das war dumm. Das war dumm. Jetzt haben wir wieder nur noch ganz wenig Leben. Nein, ich dachte, er springt von der Wand ab. Scheiße. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen, es tut mir leid. Ja, sehr hohe Vase, natürlich. Was ist der Any% BR? Ja, das ist ja langsam, das ist ja lame. Beim Spiel kannst du ja im Prinzip schon durch sein, wenn du keine einzige Dark World Stage machst und kein einziges Pflaster sammelst. Ich meine, guten Speedrun da ist auch nicht schlecht, wenn du ihn gut schaffst, ne, aber. Ich glaube, ich muss drei Blöcke stehen. Ne, zwei Blöcke stehen lassen. Dann habe ich am einfachsten mit dem Sprung. Aber irgendwie will er das nicht. Ich mache mal einen zu wenig weg. So, den obersten wieder abgeräumt, wunderbar. Ja. Und jetzt ein paar mehr. Jetzt haben wir nur noch zwei Blöcke da stehen, okay. Nein. Natürlich klappt's wieder nicht. Nee. Zurück zur Karte. Unter 19 Minuten Any% Run, ja, aber beim Any%, ich weiß nicht, die Light World Level sind halt allesamt schon wesentlich einfacher als die Dark World, deshalb stelle ich mir einen 100% Speedrun wesentlich schwerer vor. Weil du da ja auch viel mehr verkacken kannst noch. Sicherlich beim wenig prozentigen kommt es wahrscheinlich dann darauf an, dass du auch überall. Nein, boah, das war ein bisschen knapp. Dass du auch überall das Richtige mitnimmst. Ja, so macht man das. Einfach mal mit Ruhe auf diesen Block springen. Warum mache ich das nicht immer?
So, und jetzt auch wieder mit ein bisschen Konzentration an die Level hier dran gehen. Könnt ihr jetzt vielleicht auch verstehen, warum ich für manche Level 2 Stunden gebraucht habe. Bin auch nicht so der beste Spieler da drin. Das gebe ich auch liebend gerne zu. Ja, die Japaner. Allein die Tatsache, dass sie eigene Spiele bekommen, zeigt ja schon, dass sie ein bisschen hart sind. So macht man das. Und so macht man das. Und so. Immer ein und zwei abwechselnd setzen. Genau. Ja, und dann am besten nicht da rumfliegen, sondern erstmal oben drauf stehen bleiben. Wie wär's denn damit? Zwischendurch ist mein PC-Lüfter immer wieder aus. Ich hoffe, da werden jetzt keine Frames gedroppt oder. Ja, scheiße. Go for Overworld Level 7? Hä? Okay. Mein Stream scheint zumindest noch da zu sein. Habe ich ein Pflaster verpasst oder was? Nein, 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 nein. No. Da hätte ich gesehen, dass das nicht passt. Das Hochgehen ist tatsächlich am schwierigsten. Deshalb, da muss man am meisten aufpassen. Und der Rest ist eigentlich machbar. Ja, wie komme ich jetzt am besten runter? Ja, also ich hätte hier runterfallen können, gut zu wissen. Aber jetzt nur noch einmal hoch. Ja, wunderbar, hat gepasst. Hey. Was hört sich falsch an? Was ist MP5? Hä? Okay, ich wüsste nicht, dass es ein Metroid Prime gibt, was... Ja, ja, alles in Ordnung. Ach, Mario Party, nein. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube heute kein Mario Party. Und was ist mit Level 7? Ach so, ja. Ja, Overworld Level 7 ist doch Cotton Alley. Also, die habe ich auch mal durchgespielt. Das war ein bisschen hart. Ah, hier hätte man so auch rüber gekonnt. Gut zu wissen, dass ich das jetzt mache und nicht da, wo ich es gebraucht hätte. Aber, naja. Ist okay. So, was hatten wir eben noch für ein Thema? Könnt ihr mir noch mal ein bisschen helfen? Ich habe schon wieder alles vergessen. Es tut mir leid. Oder soll ich noch ein bisschen weiter erzählen? Ich glaube, ich erzähle sogar noch ein bisschen weiter. Das, ja, nach dem SNES kam dann als nächstes, ja, ich bin eigentlich immer auf Nintendo geblieben, also ich besitze keine andere Konsole als Nintendo-Konsolen, ja, das auf jeden Fall. Und dann ging es halt mit dem GameCube weiter, logisch, und den GameCube habe ich tatsächlich dann auch angefangen, ein bisschen mehr Hardcore zu zocken. Vorher war das immer nur so ein bisschen, immer mal wieder, mit Kumpels oder so, aber so richtig zum Zocker, würde ich sagen, bin ich erst beim GameCube-Zeitalter geworden. Okay, da oben gab es noch ein Bandage, das müsste man oder sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das, manchmal buggt es hier so, wenn du einen Sprung von der Wand setzen willst und gerade an die Wand gesprungen bist, dass er dann so die Wand hochrutscht. Das ist nicht unbedingt so cool. So, wie mache ich den denn jetzt am besten? Komme ich denn da hoch? So? Ja, 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 so. Komme ich da so zum Pflaster? Nein, im Leben. Da muss ich von oben durchfallen. So, und zwar, wenn ich jetzt hier reinfalle, dann direkt rechts. Na, das war zu früh rechts gedrückt. Das ist aber, ja, das ist gar nicht so leicht. So, das meine ich hier, dass er einfach die Wand hochrutscht. Naja, bei dir ist was? Ja, also PS2 würde ich mir auch mal gerne holen, allein weil es dafür viele Spiele gibt, die ich eben früher mal mit einem Kumpel immer gezockt habe und ich die gerne nochmal wieder auspacken würde. Eventuell auch im Einzelspieler natürlich, aber... Also meistens waren es Einzelspielerspiele, wo ich ihm einfach zugeguckt habe. Also habe ich früher... Also ein bisschen war das schon LPs früher, ne? Da habe ich meinem Kumpel zugeguckt, wie er Spiele zockt und wir haben off-topic gelabert quasi. Ja, so in der Art. Ne, aber es war schon, ja,
LP-Anfänge und so. Da findet man ja überall mal wieder Indizien für. Aber so die richtigen LP-Anfänge kommen dann natürlich erst damit, dass man auch die Aufnahmemöglichkeiten hatte. Das waren noch Zeiten früher, wo man in 240p aufgenommen hat und sich niemand beschwert hat. Beziehungsweise mit Kamera-Videos gemacht hat und niemand an der Quali gemeckert hat. Das waren noch Zeiten. Da kam es noch auf Inhalte an, jawohl. Und nicht auf sowas wie Qualität. Wer will denn sowas? Da haben die Leute sich noch gefreut, dass es drei LPer gab, die sie gucken konnten. Und nicht... Oh, Glitch Girl! Jetzt habe ich zwar meine A-Plus-Zeit verkackt, aber ich habe das Glitch-Level gefunden. Immerhin. Wieso Politiker? Was hatte das denn mit Politik zu tun? Oh, das Glitch-Level ist, glaube ich, nicht so schön gewesen. Die Glitch-Level sind echt hart, muss man sagen. Es ist ja immer nur ein Level. Und du hast drei Leben, was eigentlich keinen Sinn macht, wenn es nur ein Level ist, weil es scheißegal ist, wie viele Leben du dann hast, wenn du es schaffst. Aber du hast drei Leben. Und bist in einem meist sehr langen Level. Was auch gar nicht so leicht ist. So, jetzt hier drüber, genau. Jetzt durchlaufen. Jo, Pflaster gibt's ja sowieso keins. Das ist schon mal optimal. Nein, hängen geblieben, scheiße. Game over, wie man hier sicherlich lesen kann. In der Dark World ist, würde ich sagen, kein Level so wirklich leicht. Kann man, glaube ich, sagen. Also ich finde die Dark Worlds allesamt schwer. Außer vielleicht die erste. Aber wenn du das, ja, wenn du das Spielniveau oder das, den Schwierigkeitsgrad mal mit anderen Spielen vergleichst, ist das schon durchaus mehr. Und so viel kann man, glaube ich, festhalten. Und deshalb ist hart natürlich immer nur im Vergleich zu sehen und nicht absolut. Weil schaffbar ist es. Also, so ist es nicht. So, jetzt hier den weiten Sprung und den... Nein! Okay, das war jetzt krass. Man sollte da vielleicht doch auf dem einen Block stehen bleiben. Vor allem beim zweiten Sprung, weil da neigst du eben dazu, dann zu weit zu springen. Boah. Nein, nein, nein. So. Es sind halt hier auch wieder viele Projektile, die du im Auge behalten musst. Aber im Gegensatz zu Zelda sind es meistens nur zwei oder drei. Und das macht es dann vielleicht sogar ein bisschen einfacher als bei Zelda. In N64 Mario Kart TAS. Ich glaube, ich habe schon mal in eins reingeschaut, aber nicht so aktiv. Ja, das war sehr gut. Naja, um da vielleicht mal anzuknüpfen noch, also, ja, dann kam der Gamecube. Im Gamecube habe ich ziemlich viel gesuchtet. Ja, aber auch nicht direkt von Anfang an, sondern das hat sich so ein bisschen entwickelt in der Gamecube-Ära und, ja, die Wii habe ich mir dann relativ bald nach Release geholt und da, ja, dann ungefähr nach, weiß gar nicht, wann kam Mario Kart raus? War das in dem Jahr, wo die Wii rauskam oder ein Jahr später? Also die Wii kam ja kurz vor Weihnachten raus, das weiß ich noch. Ich glaube sogar 2007, oder? Oder nicht? Oder 2008? Nee, 2007 muss ja. Wieso wird das TAS ausgesprochen? Du kannst es doch genauso gut abkürzen. Das ist eine Wortneuschöpfung. Und es ist einsilbig, im Gegensatz zu TAS, was dreisilbig ist. Also es ist rein von der Abkürzung her auf jeden Fall sinnvoll zu verwenden. Boah. Das ist... Nein! Oh. Den Sprung muss man erstmal drauf haben. Ich färbe lieber alles erstmal rot ein, bevor ich das Level schaffe. Das macht am meisten Sinn. Ja, MK64 TAS ist richtig krank. Weiß ich gar nicht. Bei MK64 muss ich dazu sagen, dass ich nie so wirklich einen Plan davon hatte, wie man das gut macht oder wie man das gut schafft. Weil, ja, es ist einfach... Ja.
wenn du es selbst nie aktiv gefahren hast, weißt du ja nicht, auf was es drauf da ankommt und wie man zum Beispiel, ich habe noch nicht mal das Mini-Turbo-System von MK64 so richtig gecheckt. Weil ich habe nicht das Gefühl, wenn man den Turbo durchzieht, dass man dann wirklich schneller wird. Das ist vielleicht auch falsch, aber... Oh, jetzt ist lustig. Nein! Da hätte man vielleicht auch mal abwarten können, das wäre schlau gewesen. Aber dann willst du auch einfach zu schnell durch, das ist das Problem. Aber gerade bei solchen langen Leveln sollte man an manchen Stellen auch einfach mal innehalten, wenn du kannst. Und in dem hier kann man das ja durchaus an vielen Stellen. Und wenn man nicht mal eine Zeitbeschränkung. Nein! Das ist einzig und allein eine Frage von Timing. Normalerweise sollte das kein Problem sein. Naja, also ich habe keine Ahnung, wie so richtig das Drift-System funktioniert und auch bei vielen anderen Mario Karts, bei Super Mario Kart hätte ich jetzt auch null Plan, wie man da wirklich schnelle Zeiten bekommt oder so. Du kannst ja auch driften irgendwie und hoppen und keine Ahnung was. Weil du das Offroad nicht... Was? Mini-Turbo und MK64 ist schnell, aber bringt viel. Das widerspricht sich, das Aber da drin. Also entweder ist es schnell oder... entweder ist es schnell oder es bringt nicht viel. Oder entweder ist es schnell und bringt viel. Oder es ist langsam und bringt wenig. Keine Ahnung. Ja, von daher kann ich das halt so nicht vergleichen. Naja. Jedenfalls habe ich die Wii dann in... Ich glaube, das war in dem Jahr dann tatsächlich, wo... Im Folgejahr, also 2008, also ich glaube, es war 2007, wo die Wii rauskam. Und da habe ich sie mir dann auch zu Weihnachten gewünscht und bekommen. Und... Ja, seitdem... Dann eben angefangen, irgendwann Mario Kart zu spielen. Damals über... die Stämme zu Mario Kart gekommen. Wem die Stämme noch was sagt. Schönes Spiel. Seit 30 Minuten wach. Optimal. Das ist Ferienstimmung. Ja, und dann wisst ihr ja ungefähr, wie es weiterging bei Mario Kart, schätze ich. Aber ich bin relativ, also ich bin quasi in Mario Kart eingestiegen, nein, nicht ganz. Also ich habe Mario Kart vielleicht 2-3 Mal online gespielt gehabt und bin dann gleich im Clan gekommen. Und das Lustige war halt, am Anfang, wo ich im Clan war, haben mich alle immer so ein bisschen, also ich bin dann irgendwann mal, also der Typ, der mir MKW empfohlen hat, nachdem ich ihr das dann auch geholt hatte, ich selbst bin mit Release-Daten von Spielen nie vertraut gewesen und auch heute nicht, ja. Also ich wusste noch nicht mal, dass das draußen war. Ich hätte es mir wahrscheinlich geholt, wenn ich es gewusst hätte. Ich habe bei sowas immer nur geguckt, wenn ich Geburtstag oder Weihnachten... Also wenn Geburtstag war oder Weihnachten. Weil ich wusste, dann kriege ich es auch. Und selbst kaufen war damals sowieso nicht die Frage. Ja. Und dann... Ja, die Stämme online, das meine ich. Und dann wurde ich, wie gesagt, von dem einen Typen da... quasi aufgefordert, mal mit ihm online zu spielen. Oder, ja, das heißt aufgefordert, er hätte halt gerne mal mit mir online gespielt. Haben wir das gemacht und dann haben wir auch mal in einem Clan, also in WK dann drin gefahren, so ein Fun Room quasi, wo ich dann als Außenstehender drin war und dann habe ich ihn gefragt, ob ich joinen kann und dann bin ich gejoint. Das ging früher noch relativ reibungslos. Ja, weil es einfach nicht so viele Leute gab, da war man froh um jeden Member, den man kriegt. Und ja, zu Anfang, wie gesagt, da haben alle mich so ein bisschen, ja, klein geredet, weil ich in dem Fun Room da zum Beispiel auch nicht so gut war, ne? Ist ja ganz klar, wenn du das erste Mal gegen Leute online spielst, dass du da nicht, das war scheiße, dass du da nicht so der Überskiller bist, oder sein kannst, weiß ich nicht. Kannst du wahrscheinlich schon, aber nicht, wenn du vorher noch kein TT gefahren bist oder offline oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall bin ich da relativ abgestunken und dann irgendwann hat's angefangen,
dass ich alle quasi überholt habe, weil kein anderer umsteigen wollte auf Bike. Ja, ja, das meine ich. Genau das, die Stämme. Ist ein schönes Browser-Game, kann man durchaus mal reinschauen, aber irgendwann habe ich mit Browser-Games für mich einfach abgeschlossen gehabt, weil Browser-Games sind halt sehr, sehr zeitaufwendig. Ja, und du musst noch mehr überwachen als bei Cookie-Clicker, was nebenbei schon wieder die ganze Zeit im Hintergrund läuft. ja, du musst noch mehr machen. Und irgendwann war es bei mir halt so weit, dass ich, keine Ahnung, 2 Stunden pro Wochentag einfach nur in diesem Browser-Game rumgehangen habe. Und am Anfang ist es ja so, da kannst du jede 2 Stunden mal reingucken und eine Sache bauen, aber sobald du dann mehr Dörfer hast und so, dann kannst du immer mehr machen und dann wird das Ganze auch richtig zeitintensiv. Was? Hä? Wieso bin ich denn da jetzt in den Ventilator gefallen? Ein Blu-ray-Player. Ja, Browser-Game fiel echt Geld einzahlen. Das war bei dem tatsächlich nicht so. Die Stämme war, glaube ich, eins der Browser-Games, wo dir Geld einzahlen so ziemlich am wenigsten gebracht hat. Damit konntest du keine Rohstoffe kaufen. Damit konntest du lediglich schneller administrieren, deine Dörfer. Aber das hat dir halt auch erst was gebracht, wenn du schon ziemlich weit warst. Also am Anfang hat sich da Sachen kaufen echt nicht gelohnt. Ah, so macht man das, okay. So, und jetzt hier hoch. Nein, nein! Ah, erst beobachten, dann versuchen. Und nicht so einen Scheiß machen. Aber in dem Fall war beobachten, glaube ich, auch nicht einfach. Weil da kaum Platz war. Oh, oh. Ja. Die Säge war eng. Ey. Nee, ich habe keinen 3DS. Das habe ich mir damals gespart, weil es gab nicht so viele Spiele, als der rausgekommen ist, die mich interessiert haben. Mittlerweile gäbe es so 3, 4. Aber, ja, ist trotzdem nicht so mein... Was? Ich bin einfach nur gesprungen und erst nach links geflogen. Ne, mit, ja gut, mit Cookie Clicker hatte ich kurzfristig aufgehört, weil es da nichts mehr gab. Jetzt habe ich wieder weitergemacht, weil es wieder ein Update gab. Wenn ich das Update wieder aufgeholt habe, dann werde ich wieder aufhören. solange man den Updates hinterherkommt, werde ich Cookie Clicker, glaube ich, auch weiterspielen. Sobald die Updates dann schneller kommen, als du irgendwas schaffen kannst, wird es auch ein endlos Spiel und dann höre ich auf. Nur noch ein Spiel. Ist klar. Immer diese süchtigen. Knapp. Ja, aber Spielsucht ist echt ein schwieriges Thema, gerade in Kreisen, wo mehr gespielt wird. Ist ganz schwer, ja. Wünscht sie keinem, dass er süchtig wird. Auf der anderen Seite sollte man immer meinen, dass man selbst in der Lage ist, zu entscheiden, wie viel man spielen kann, will, soll, um alles andere nicht zu vernachlässigen. Boah, das ist ziemlich eng hier. So, wie mache ich das jetzt? Ne, so schon mal nicht. Hä? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Ne, da muss ich ja mit einem Sprung zwangsläufig hoch. Ja, genau so. Herrlich, endlich. Hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, wäre das Ganze, glaube ich, auch wesentlich schneller gegangen. Nein, ich will nicht nochmal rein. Nein, tut mir leid. So, weitere Themenvorschläge, da waren wir irgendwo stehen geblieben. Ich glaube, das mit dem Zocken habe ich jetzt lang genug thematisiert. Das braucht man, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ist es gerade lauter geworden oder kam mir das nur so vor? Naja, egal. So, jetzt, oh, jetzt wieder schöne Silhouettenlevel, die wahrscheinlich wieder 5-mal härter sind. Jawohl, eigentlich sollten wir jetzt vom Schwierigkeitsgrad her wieder ein paar leichtere Level haben als das, was wir bisher gemacht haben.
Na? Da hätte ich vielleicht auch warten sollen, bis der Typ weg ist. Weil gerade solche Level mit beweglichen Gegnern haben meistens eine sehr große Zeittoleranz, was die A-Plus-Zeit betrifft. Von daher... Nein! Aber es hätte gepasst, es hätte gepasst. Ich glaube auch, dass man das hinkriegt. Ja, genau so. Nein! Oh. Das Schlimme in dem Spiel sind halt solche Fels, solche ganz kleinen Felsvorsprünge, die dich dann an deinen eigentlichen Vorhaben hindern, weil du sie nicht richtig wahrnimmst und sie dann halt dafür sorgen, ja, dass du Dinge machst, die du vielleicht gar nicht willst. So, jetzt haben wir das Ding da. Ja, da haben wir ziemlich viel Zeit verloren. Ja, geil. Hätte ich mir lieber Pflaster geholt, das wäre mal sinnvoll gewesen. Aber nein. Oh, das war zu schnell. So schnell kommt das Spiel dann auch nicht mehr mit. Ja, und so schnell komme ich dann auch nicht mehr mit. Krass. Okay, und jetzt hier runter? Nein! Ich weiß auch gar nicht, ob man den Sprung machen muss, weil eigentlich sollte es zeitlich wahrscheinlich auch so reichen. Ja, sei mal wieder zu schnell. Zu schnell sein ist immer... Ist eine blöde Angewohnheit, ja. Nein, boah, das war... Da bin ich auf der Plattform gelandet, aber die Stacheln haben irgendwie nicht gewertet. Ja? Na, boah, krass. Nein, da oben die Kante wieder. Ich hab's ja nicht richtig gesehen. Scheiße. Ah, die Kante, die Kante. Aktuelle Meinung zur LPA-Szene. Das ist interessant. Vorher war die kleineren nochmal. Warte mal. Also die kleineren Thema-Fragen. So, ne? Also, GBA 3. Hatte ich mal ein Flap-ER, ja? Wie viel bin ich weltweit? Jetzt wahrscheinlich so 20. Könnte sein. Könnte ich mir vorstellen. Ungefähr. Ich lasse mich nochmal umbringen, weil ich zu viel Zeit verloren habe. Könnte ich mir vorstellen, ja. Und den XY-Anime habe ich noch nicht gesehen und ich gucke eigentlich auch keine Pokémon-Animes. Das war ein bisschen eng wieder. Ich wollte halt eben die A-Plus-Zeit gemeinsam mit dem Pflaster geiern, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt so... Ja, jetzt ist das Ding da im Weg. Aber es hat gepasst. Tatsache. 2 in 1, ja. Aktuelle LPA-Szenen und wie ich mich darin wohlfühle. Kommt schwer darauf an, was du meinst, ne? Also wenn du meinst, was die großen LPA so machen, ich meine, was du geschrieben hast von wegen LPs raus, Bam, Release-LPs, denke ich mir halt immer, mein Gott, was soll's, ja? Ich meine, ja, wenn du willst, kannst du ja mitmachen. Aber... Ja, Tatsache ist halt, die Großen werden immer größer. Und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt auf Release-LPs schieben, sondern das würde, die Entwicklung würde sich so wahrscheinlich genauso weiter bewegen, schätze ich mal. Von daher, ich glaube nicht, dass das kleineren LPern jetzt so großartig die Base nimmt. Natürlich, wenn kleinere LPer alleine jetzt Release-Spiele machen würden, würden sie auch groß werden, aber davon, damit kannst du ja nicht rechnen, dass niemand anders das dann macht, ne? Ja. Und ich meine, für mich selbst, ja, natürlich, manchmal ist es ein bisschen kacke, was da manche Leute abziehen. Und man merkt halt auch, auf was sie hinaus wollen, ganz klar, aber für meinen eigenen YouTube-Kanal hat das, glaube ich, nicht so viel Auswirkungen. Ne? Also es kann natürlich sein, dass irgendwelche Leute sich denken, boah, den habe ich jetzt mal geguckt, aber eigentlich fand ich den ja nie so gut und jetzt habe ich jemanden gefunden, der macht aktuellere Sachen und gute Sachen und auch viel davon und ja, dann gucke ich den lieber. Kann ich verstehen, kann ich vollkommen verstehen. Gab es hier nicht mal eine Warp Zone oder ein Pflaster?
Ich erinnere mich da an irgendwas. Ich guck mir gerade nochmal Replay an. Nee, aber so richtig. Nee, sehe ich jetzt nicht. Ja, okay, eine Warpzone vielleicht nicht. Ja, also ich denke, für meinen eigenen Kanal wird das nicht so viel Auswirkungen haben. Jetzt für Leute wie Wollo oder so, da kann man sich überlegen, ob es Auswirkungen hat. Und ich denke, der ist davon bestimmt auch betroffen, weil er kann halt einfach zeitlich nicht so viel in den Kanal investieren wie andere, die das Vollzeit beruflich machen. Aber wie gesagt, für meinen eigenen Kanal, die Leute, die mich gerne gucken, die bleiben. Zumindest ist das meine Ansicht. Es kann sein, dass das eine Idealvorstellung ist, die so nicht zutrifft. Und eigentlich gibt mir das insofern, gibt mir diese Theorie insofern da Unrecht, dass ich schon ziemlich viele Leute verloren habe, von denen ich dachte, dass sie, dass sie meine LPs gut finden und auch weiter auf meinem Kanal bleiben. Und das einfach nicht getan haben, aus welchen Gründen auch immer, das kann man ja nie wissen. Das ist mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen. So, wie machen wir den jetzt? So machen wir den. Und dann machen wir den so und haben keinen Applaus, schade. Aber die Hoffnung habe ich halt immer noch, dass es so bleibt und deshalb ist es mir eigentlich egal, weil ich bin jetzt auch niemand, der... Ja, also, das ist jetzt vielleicht auch eine Idealvorstellung, die so nicht zutrifft. Leute, die wegen einem Release-Spiel auf deinen Kanal kommen, wollen in vielen Fällen auch nicht länger auf deinem Kanal bleiben. Auf der anderen Seite brauchst du solche Leute, um überhaupt die Leute zu finden, die dann auf deinem Kanal bleiben wollen. Ja. Das ist so ein bisschen die Krux daran. Aber, ja, ich rede mir halt immer ein, dass so viele, die dann dazukommen würden, ähnlich wie bei MKW, halt nur ganz wenig gucken. Und das ist ja auch in Ordnung. Da soll man dann ja auch nichts hinterfragen, aber die würden dann eh nicht viel gucken und dann ist, ja, dann schickt's auch. Da muss man darüber auch nicht sonderlich traurig sein. Aber wie gesagt, das sind alles so Idealvorstellungen, die wahrscheinlich in dem Maße nicht zutreffen. Ja. Von daher finde ich die Situation, wie sie momentan ist, ich finde es ein bisschen eklig manchmal, wenn man sieht, sowas wie Part 0 Release LP, ne? Das ist ja letztens diskutiert worden, aber im Großen und Ganzen bin ich da ja sowieso nicht so ganz aktiv. Ich wusste ja zum Beispiel von vielen noch nicht mehr. Ich informiere mich auch relativ selten bei großen LPern, die ich nicht selbst schaue. Ja. Also ich bin nicht jemand, der dann in der Community da irgendwie großartig weiß, was abgeht und so, ne? Ich mache halt mein Ding und wenn Leute das gucken wollen, dann gucken sie es und wenn Leute es nicht gucken wollen, dann ist es halt so. Gab's den Pflaster? Nee, oder? Glaub nicht. Oh ja, das ist ein lustiges Level. Das kann einem ganz schön auf die Nerven gehen, glaube ich. Hier ist es so ein bisschen auswendig lernen. Na, ja, das war ein bisschen hart, ne? Nee. Wie ging das nochmal? Hier einen kurzen Sprung, genau. Das ist jetzt ein bisschen auswendig lernen, der will. Wenn du einfach schnell gehst und weißt, wie Sägen zueinander stehen, dann läufst du einfach so weiter und ja, kannst dir nur ungefähr merken, wo was ist. Nur wenn ich da jetzt gesprungen wäre, wäre es gut gewesen. Es scheitert ja noch nicht mal daran, dass ich die Sägen nicht richtig einschätze, sondern eher daran, dass ich Mist baue. Das war eng. So, jetzt hier den Schlüssel. Achso, jetzt muss ich den da unten einsammeln. Ja, es sind ein paar viele Sägen. Ja, und jetzt lustig, da unten hinzukommen. Nein, es war so klar, dass ich es nicht schaffe. Aber ich glaube, da muss man noch nicht mal springen. Ja, also ich bin da meistens... Was? Das wollte ich nicht. Ich bin da meistens ziemlich... Ja. Keine Ahnung, ich nehme mich da echt raus aus solchen Sachen. Das ist auch echt so... Ja, das ist ein bisschen meine Art. Ich gehe Sachen einfach aus dem Weg, die mich nicht interessieren. Ich kümmere mich da relativ wenig drum, um Sachen, die mich nicht interessieren. ja.
Mir ist das dann auch egal, meistens, ob andere das so hypen oder so, oder ob andere da großartig hinterstehen. Ich mach das, was ich will und meine, und ja. Vielleicht hat sich das jetzt auch ein bisschen falsch angehört, und so sollte es definitiv nicht klingen, dass das jetzt irgendwie egoistisch ist oder so, aber die richtigen Leute verstehen es schon. So, jetzt ganz... Nein, ganz langsam darunter, wollte ich sagen. Scheiße. Nochmal neu. Aber die Level gehen hier echt noch. Ich habe teilweise Level in Erinnerung, die waren nicht feierlich. Man sollte nur springen können. Das ist eine Grundvoraussetzung für das meiste. Zum Beispiel auf das da. Aber wenn hier schnell durchs Level geht, dann seht ihr ja, dann hat man den Vorteil, dass die meisten Kanonen hier noch nicht feuern. Oder die meisten Segen noch nicht da sind. Boah, das war ein bisschen knapp. Ja, passt. Jetzt ein kleiner Sprung. Nein, der war schon wieder zu groß. Ich glaube, man kann sich da sogar einfach fallen lassen. Was geht denn da? Ein bisschen groß geschrieben, ne? Falls er jetzt oben drüber noch was war, dann sehe ich es nicht mehr. Kann man den Twitch-Chat eigentlich hoch? Ja, kann man. Okay. Wollte schon sagen. Ja, jetzt wo ich so darüber nachgedacht habe, was ich gesagt habe, kann man das auch ein bisschen egozentrisch wahrnehmen. Das so sollte es nicht klingen. Ihr braucht mich um 20 Uhr. Guck nochmal, ob du nicht jemand anderen bekommst. Wäre super. Wenn wirklich nichts geht, dann mache ich mit, aber... muss jetzt nicht zwingend. Also bevor ihr mit zwei Leuten in der 3-on-3-Liga fahrt... Nein. Scheiße. Ja. Also bevor ihr in Unterzahl fahren müsst, mache ich mit, aber wäre jetzt halt nicht so mein Plan für den Stream. Nein. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich gerade mal, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Das habe ich... Nee, stimmt. Das habe ich erst relativ kurz... fristig erzählt. Ich habe ja jetzt eine 4-Tage-Woche, das ist optimal. Das heißt zwar ziemlich viel Arbeit in den 4 Tagen, wo ich Uni habe, aber ach, was mache ich denn hier? Aber in den Tagen, aber dafür habe ich 3 Tage frei. Und spare mir quasi eine Autofahrt immer. Nein. Oh Gott. Irgendwie ist das gerade gar nicht. Man sollte erstes Level schaffen, bevor man anfängt auf den Chat zu gucken. Das kann bei manchen späteren Leveln zwar blöd werden. Ja, es geht nicht um IL, es geht um eine 3-on-3-Liga. Und wenn ich, ja, ich da jetzt nicht mitfahren würde, müssten die halt wahrscheinlich zu zweit fahren. Dann werde ich das wohl kurz zwischenschieben im Stream. Ja, das könnten wir auch streamen. Das wäre jetzt gar nicht so schlimm. Wäre halt jetzt nicht unbedingt mein Plan gewesen, weil sich das dann auch mit Cornel ein bisschen nach hinten zieht und ich dann vielleicht auch ein bisschen weniger von dem machen kann, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich denke, so im Großen und Ganzen kann man das... Nein! Oh Gott. Gerade läuft es irgendwie nicht. Kann man das, glaube ich, mal machen. So, einmal hier rein. Nein, nein, nein. Zurück. Und jetzt hier kleiner Sprung und rein. Yes. So, und jetzt ganz langsam. Das ist echt ein bisschen Panne hier unten. Boah, das war knapp. Und jetzt einfach rüber. Danke dir. Puh, jetzt das Ganze nochmal auf Zeit. Aber das sollte leicht werden. Das Pflaster da unten ist wirklich eins der... die ich noch am schwierigsten in Erinnerung habe.
Ja, man sollte hier nur nicht zu lange warten, weil dann ist das ab. Ah, ist noch nicht weg, okay. Ja, geht um eine 3-3 Liga. Ja. Dementsprechend habe ich jetzt halt auch ein bisschen mehr Zeit, um so Streams zu machen. Vielleicht kommt sowas jetzt sogar im Semester mal ein bisschen häufiger. Aber wenn, dann auch nur nicht in der Klausurenphase natürlich. Und bei mir ist Klausurenphase halt länger als bei anderen, weil ich über zwei Wellen Klausuren schreibe. Und das in einem Zeitraum von von 3 Monaten insgesamt. Das heißt, da kommt dann schon mal ein bisschen mehr zusammen. Gab es hier ein Pflaster oder muss man hier einfach nur durchrennen? Ich glaube, das war einfach nur ein Durchrennen-Level. Und das ist auch eigentlich nicht so schwer, wie man sieht, aber gerade stelle ich mich wieder ein bisschen blöd an. Nein! In die Grütze rein. Ja, warum liegen hier überall Spritzen? Es ist ein Krankenhaus. Wir haben den Spritzenmüll hier gefunden. Schwieriges Level. Sehr schwierig. Das hier wiederum könnte wieder ein bisschen härter werden. Ist wieder so ein Sammle-alle-Schlüssel-Level. Und fall nicht in die Ventilatoren-Level. Jo. Jetzt erst hier. Ich hoffe es. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Hier hast du nur einen ganz kleinen Raum, wo du den Dingern ausweichen kannst. Und da musst du dann halt auch treffen. Nein, das war scheiße. Im Idealfall kommen sie dir halt entgegen, wenn du ihnen ausweichst, aber das kannst du natürlich auch nicht immer gewährleisten, glaube ich zumindest. Ja, hier kannst du es jetzt machen, weil du den auf der zweiten Ecke triffst. Aber bei dem da hinten musst du, glaube ich, zweimal im Rückwärtsgang, also wenn der nach hinten geht, dadurch. Nein! Da hätte der doch schon mal oben sein können. Wunderbar. Warum ich das jetzt nicht unbedingt direkt befürworten würde, eigentlich trenne ich meine LPs von den Mario Kart Sachen, die ich so mache. Weil es halt schon was ganz anderes ist. Ich meine, Banish Girl war links, ich hab's vergessen. die Mario Kart Videos, die EL-Videos, die ich jetzt hochlade, das ist ja kein LP-Charakter. Das ist null vorbereitet, das ist einfach nur recorded, weil ihr so wolltet. Für einen Stream kann man sowas mal machen, aber im Prinzip hat es ja nicht viel. Ich war sogar schon mal überlegen, ob ich nicht umsteigen sollte von LPs lieber und das eben regelmäßiger bringe, aber... Auch da gibt es ja schon Leute, die das wesentlich aktiver machen, sowas wie Troy oder so, die MKW quasi zu ihrem gesamten Kanal gemacht haben. Von daher, ja, ansonsten streame ich heute noch wahrscheinlich ein bisschen Diddy Kong Racing. Vielleicht... Ach, das Match fällt aus. Ja gut, dann hat sich's erledigt. Diddy Kong Racing, dann vielleicht noch mit Cornel wahrscheinlich noch ein bisschen Trine oder SNES-Spiele oder Trackmania, mal sehen. Eins von den dreien bestimmt. Ja, sowas daneben. Es sind auf jeden Fall noch ein paar Klassiker dabei. Nein, der Oman-Pflaster. Kommen wir da noch dran? Eher so nicht. Das ist auch ein bisschen mieses Pflaster. Weil du das einfach beim ersten Mal nicht siehst. Nein. Ja, also wie gesagt, hatte ich mal überlegt, aber einfach deswegen, weil man damit eben mehr Zuschauer locken könnte, aber im Endeffekt ist ja nicht wichtig, ob du mehr Zuschauer lockst, sondern ob du das machst, was du willst. Und das ist eben in dem Fall nicht mein Ziel gewesen. So, das ist übrigens ein prädestiniertes Level dafür, dass man sowohl A+, nein, da oben war der Schlüssel, als auch die Bandage theoretisch in einem Run mitnehmen könnte. Theoretisch. Ich glaube, ich war aber zu langsam. Nee, war ich nicht. Krass. Hätte ich nicht vermutet. Ja, das... Kann man hier durchrennen? Ja, kann man, okay.
Mhm. Muss ich da nach links? Nee, wahrscheinlich nicht mal. Warum kann Cornel nicht vor Diddy Kong kommen? Ja, mal sehen. Weiß nicht, Einzelspielerspiele together zu machen, ist halt irgendwie auch ein bisschen Panne. Deshalb, ich lade schon lieber Gäste ein, wenn ich auch wirklich die Zeit habe, dass wenn die auch wirklich mitspielen können. Nein, das war dumm. Ja, weil ansonsten ist es immer so ein bisschen, ja, dann kann er nur auf den Stream-Chat achten. Ich meine, das ist jetzt an sich auch nichts Schlimmes, aber das, ja, das, was ich da am größten als negativ erlebt hatte, war halt im Stream mit Noemi, wo sie im Prinzip sich gelangweilt hat, obwohl sie den Chat lesen konnte und ja, weil sie halt nicht mitgespielt hat, ne? Sowas ist dann vielleicht ein bisschen Panne. So, das Pflaster hier unten ist, glaube ich, eins der behindertsten, die ich in dem Spiel kenne. Oh ja, nein. Das A-Plus kriegen wir eh nicht mehr, also einfach... Oh, der hält sich da oben an irgendwas fest, was er nicht soll. Gut. Wie fand ich Zelda? Was? Okay, ich habe was freigespielt. Ziemlich schwer. Man muss auf jeden Fall erstmal reinkommen. Ich meine, das ist ja jetzt kein typisches Zelda gewesen, weil Rätsel hast du da kaum gehabt bis jetzt, sondern nur spielerisch irgendwas Anspruchsvolles. Ja, aber an sich, es hat Spaß gemacht. Ich werde es auf jeden Fall weiterzocken. Kann sein, dass es euch nicht so gefallen hat, weil ich ziemlich viel rumgefailt habe, aber ja, weiß man ja nie. Ja. Aber ich finde schön, dass ich mit der Zelda-Reihe dann mal ein bisschen vertrauter werden kann. Zum Glück habe ich jetzt, ja, vertraut hat sich schon ein bisschen seltsam angehört. Da hätte man auch noch fälschere Worte nehmen können. So, einmal hier komplett drüber, ja, und dann am besten da raus, aber es hat nicht funktioniert. Nein, da muss man kleine Sprünge machen. Oder man schafft es halt so schnell schon oben zu sein, so nicht, dass es egal ist, was du da für Sprünge machst. Ja, und jetzt hier drüber. Das war ein bisschen eng. Wunderbar. Erst positionieren, dann springen, wichtig. Ey, so schlimm gefällt was jetzt auch nicht, oder? Meat Boy ist mit Tastatur, Mann. Das ist am coolsten mit Tastatur. Schlicht und ergreifend deswegen, weil ich kein Gamepad hab. Und ich irgendwie auch immer zu faul war, mir eins zu holen. Beziehungsweise immer denke, wenn ich mir eins hole, ist bestimmt eins, was nach 2 Monaten eh kaputt ist und dann lohnt sich's nicht. Ja. Nein, da muss man warten einfach nur. Da kann man direkt runter. So, nein. Ich habe gedacht, das ist schon weg. Die halten länger. Als ich denke. Ja, das war blöd. Man kann in einem Rutsch, wie gesagt, direkt runter bei den Lasern. Und das hätte ich eben komplett verdaddelt. Ja, wunderbar. Der Laser ist zwar schon an, aber es hat funktioniert. Ist das ein gutes Zeichen, wenn es einem kürzer vorkommt? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, 1:1 off-topic würde ich jetzt nicht sagen. Das ist... Da gibt's schon Besseres. So. Das Level ist aber ein bisschen hart. Leicht. Ich sollte ja lieber leicht benutzen. Ich mach's aber auch gerade falsch. Weil die Laserbarrieren halten nur ziemlich kurz.
Deshalb sollte man niemals über zwei Wandsprünge arbeiten, sondern immer nur über einen. So. Ja, das war jetzt nicht so clever. Das auch nicht. Habe ich eigentlich... Ich müsste alle Pflaster in der Welt schon haben, weil ich habe ja eben was freigespielt und das spielt man normalerweise nur frei, wenn man alle Pflaster... Also wenn man... Ja, man schaltet, glaube ich, immer nur in 20er Abständen was frei. Von daher müssten das alle Pflaster gewesen sein. Hoffe ich. So, und jetzt das Ganze nochmal nach oben. Ja, da kann man schon gehen, bevor es das erste Mal was macht. Ja, das ging jetzt irgendwie schnell. Naja, das war jetzt irgendwie blöd. Ja, man sollte aber auf jeden Fall nicht weggucken. Wie kann man denn kein Gamepad mehr brauchen? Ich weiß es auch nicht. Ich bin bis jetzt immer ohne Gamepad klargekommen. Klar, das Einzige, was ich nicht spielen könnte ohne Gamepad, wäre sowas wie... Ja, N64-Emulatoren. Das kannst du vergessen. Oh, wie viel Flaggen hattest du? Genau, ich wollte einen Survival-Run mal machen von Plants vs. Zombies. Das könnten wir mal machen. Das ist eine gute Idee, weil ich hatte eine neue Taktik, die ich ausprobieren wollte, weil mit meiner alten Taktik bin ich, glaube ich, an meine Grenzen gestoßen, was meine Möglichkeiten betrifft. Von daher wäre so eine neue... Ja, so ein neuer Versuch mal ganz cool. Den wollte ich ohnehin mal machen. Jetzt habe ich auch mal wieder... Ein Anreiz dafür. Ist übrigens ein ziemlich einfaches Level, wie man sieht. Nur hier oben darf man eben Bandage Girl nicht verpassen. Das ist das Schwierigste, dass man da nicht wieder runterfällt. Oh ja, das Level kennen wir noch aus der Light World. Irgendwas hatte ich doch eben noch nicht. Irgendwas wollte ich doch eben noch. Moment. Ach ja, Gamepad, ja, also für N64-Emulatoren oder so, der wäre das natürlich optimal. Aber die meisten Spiele, die ich auf N64 spielen will, würde ich mir entweder irgendwann noch kaufen oder spiele sie halt, weil ich sie schon hab. Ich muss echt mal bald so ein bisschen gebrauchte N64-Spiele im Internet kaufen. Gerade in Anbetracht dessen, dass ich ja auch noch vorhab, die N64, das war cool. Also ob ihr mir das glaubt oder nicht, ich wollte das sogar probieren, aber ich habe mich bei ungefähr 30% ja, toll, dafür entschieden, dass es eh nichts wird und deshalb ist Schwachsinn ist, was ich davor habe. Kann man ja eigentlich nicht nach außen? Moment, da müssen wir doch auch nach außen können. Oder? Kann man doch sicher abkürzen. Ja, natürlich kann man hier abkürzen. Das ist dann fast sogar noch einfacher als die Light World Variante, weil es hier wahrscheinlich kein Pflaster gibt. Ja, also Gamepad wäre wie gesagt nur dafür nützlich. Für SNES und NES finde ich ein Gamepad nicht so sinnvoll, weil ich meine, du hast so wenige Tasten. Da brauchst du keine zusätzlichen. Nein, wir brauchen einen Schlüssel da. Okay, den muss man sich auf jeden Fall noch holen. Dann den da durchlassen. So, wenn das jetzt ein A-Plus wird, dann wäre es optimal, aber ich glaube nicht dran. Muss, glaube ich, sich hier nebenstellen und dann sowas, ja. So. Nee. 36 Sekunden. Merken wir uns. Versuchen wir nachzumachen. Ab geht's. Schlüssel können wir ja auslassen. Also ich glaube, wenn man hier alle Schlüssel holt, dann ist die Zeit in dem Level echt nicht so leicht. Weil wir skippen hier ja ein bisschen. Ja. Skippen uns in den Tod. Ist auch gut. Naja, also, was wollte ich jetzt eben noch beantworten? Genau, Fleischersatz, Schnitzel, kommt drauf an, finden manche ziemlich eklig und manche ziemlich geil. Ich kann es natürlich nicht mit echtem Fleischgeschmack vergleichen, weil ich echten Fleischgeschmack nicht so richtig kenne. Ich habe zwar schon mal Fleisch gegessen, unabsichtlich, aber ja,
wenn du was nicht regelmäßig isst, kennst du den Geschmack ja nicht. Ja, ist eigentlich so wie mit jedem Lebensmittel. Wenn du es gut zubereiten kannst, dann kannst du fast aus allem was Gutes machen. Manche sind schon von Grund auf eklig. Keine Ahnung, ich hatte mal irgendeins mit so einer richtig ekligen Tomatensoßenfüllung. Da war das Fleisch, also das in Anführungszeichen Fleisch, war angenehm, aber die Füllung war einfach nur eklig. Wenn du die Füllung einfach rausgepult hast, dann war's gut. Habe ich dann auch gemacht. Ja, aber ansonsten variiert's echt stark von Hersteller zu Hersteller. So haben wir jetzt alle, wir haben alle Pflaster, wunderbar. Obwohl es ja eigentlich Verbände sind. Ne? Ach nee. Moment. Nee. Hä? Den Boss habe ich schon, oder? Wenn ich Spiel verlassen, Karte. Dann sollten wir jetzt überall 100% hier haben, oder? Ja, haben wir. Haben wir. Gut. Ab geht's, dritte Welt. Dass für die Sojaplantagen der Regenwald abgeholzt wird. Das würde ich aber nicht unbedingt dafür verantwortlich machen. Der Regenwald wird auch aus viel mehr Gründen abgeholzt. Was war deine erste Konsole, die nicht von Nintendo ist? Ich könnte sie mir heute kaufen. Ihr hättet quasi Einfluss darauf. Okay. Naja, aber Döner finde ich echt das fast, also das vegetarische Döner ist fast immer geil. Nur brauchst du irgendwas, was das Dönerfleisch quasi ersetzt. Irgendwas in der Richtung von Schafskäse. Oder was ich auch mal hatte, war panierter Käse. Der ist auch ziemlich geil, also panierter Weichkäse. Der war ziemlich geil. Wenn du sowas dabei hast, dann sind vegetarische Döner auch geil. Und dann kannst du auch absolut nicht nachvollziehen, warum die immer so runtergemacht werden von Leuten. Absolut grundlos. Keine Ahnung, von was die da reden. Aber reiner Krautdöner ist eklig. Den würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Der ist zwar gesund und so, aber... Ja, natürlich wird unter anderem für Sojaplantagen Regenwald abgeholzt, aber dafür kannst du doch jetzt nicht Vegetarier verantwortlich machen. Ich meine, gut, die beeinflussen das dadurch, dass sie ihre Nachfrage haben. Trotzdem, ja, würde ich das in dem Fall, also, keine Ahnung. Du kannst dich auch als, dadurch, dass du Textilien kaufst, kannst du genauso gut sagen, boah, die Arbeitsbedingungen für Textilien sind in den meisten Ländern so schlecht, am besten kaufst keine Klamotten mehr. Das ist auch... Nein! Scheiße. Kann man genauso gut als Argument bringen, aber das... Du bist als Verbraucher, bist du ja auf irgendwas angewiesen. Du kannst genauso sagen, dass für Tierzucht Flächen genommen werden, die eigentlich für die Sojaplantagen genutzt werden könnten. Dadurch dann aller Sojabedarf abgedeckt wäre, wenn weniger Leute Fleisch essen würden und dann die Regenwälder auch nicht abgeholzt werden müssten. Also rein ressourcentechnisch, rein was Land oder was die Fläche von einem Land hergibt an Nahrung, bist du mit Soja besser bedient als mit Tierzucht. Also könntest du genauso gut sagen, die Tierzucht ist dran schuld, dass die Regenwälder abgeholzt werden, aber das ist ja, das sind alles so weite Gedankenspiele. Da kannst du im Prinzip gar nicht mit zurechtkommen, so. Einmal hier stehen und dann haben wir das auch. Ja, es geht ja nicht darum, Vegetarier irgendwie dafür zu Lasten zu legen, aber... Der Stream wird noch eine Weile gehen.
Nein, jetzt habe ich weiter gedrückt. Scheiße. Boah, was stand da eben noch? Ich vergesse immer, was ich gerade gelesen habe. Mein Lieblingsessen ist Schupfnudelauflauf. Das ist ein interessantes Gericht, was so wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen. Das ist einfach Schupfnudeln in einem Auflauf, logischerweise mit Spinat, Tomaten, Eiern, ja, Spinat, Tomaten, ja, ja, was? So langsam war ich? Okay. Spinat, Tomaten und Eier. Normalerweise finde ich Spinat ziemlich eklig, aber in der Kombination schmeckt es saugeil. Was? Wie schnell? 8:30? Wieso bin ich denn so langsam? Na, jetzt bin ich schon bei... Okay, muss man ziemlich schnell sein. Hätte ich so nicht für möglich gehalten. Aber ich habe hier auch ein bisschen getrödelt. Ja, ich bin zwischendurch stehen geblieben und deshalb... Das hat's ausgemacht. Ja, das Vegetariersein ist halt immer schwierig. Manche Leute... Ich meine, ich muss zugeben, ich selbst habe dafür auch keine hundertprozentig rechtfertigende Erklärung. Weil, wenn du vegetarisch erzogen wirst, ist es halt einfach so, dass du dem mehr zugeneigt bist, als wenn du es nicht machst. Weil deine Eltern einfach kein Fleisch essen. Und dann denkst du dir auch, ja, warum sollte ich denn dann? Das spielt halt schon zum Großteil mit rein. Deshalb so richtig objektiv kann man das gar nicht erklärt bekommen. Scheiße, viel zu langsam. So richtig objektiv geht's. Nein. Ich vergesse mal, in welche Richtung die Fließbänder gehen. Gehen die alle nach rechts? Okay, die gehen, glaube ich, wirklich alle nach rechts. Dann hätte man das durchaus ausfinden können, wie es geht. Ja, und ja, und ja, wunderbar. Ja, also wie gesagt, hundertprozentig verständliche Erklärungen kann ich natürlich nicht liefern. Das ist alles ein bisschen erziehungsgeprägt und der Mensch ist an sich sowieso sehr stark erziehungsgeprägt. Das war dumm. Ich bin viel zu langsam jetzt, aber da merkt man wieder, dass die Dark World Level allein in der Zeitvorgabe viel toleranter sind als die Light World Level. Also in der Light World musst du echt ziemlich schnell sein, damit du alle A-Pluses bekommst. Dafür hast du in der Dark World halt das Problem, dass es ziemlich schwierig ist, durchzukommen. Und wenn du einmal durch bist, hast du meistens schon die A-Plus-Zeit. Meistens. Man kann natürlich auch da trödeln, aber in den meisten Fällen ist es... Nein, das war blöd. Ja, es ist echt krass. Und in meinen Augen ist es auch überproportional, wie stark Erziehung im Vergleich zu Genen dein Leben beeinflusst. Ich glaube, Erziehung ist da ein Teil, der wesentlich, wesentlich größer ist als jegliche Gene, die du haben kannst. Wechsel mal den Charakter. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich probiere es mal mit Joseph. Joseph kann nämlich einen Doppelsprung. Beziehungsweise so eine Art Pseudo-Doppelsprung eher. Dafür lässt er sich ein bisschen schwammig steuern, gerade bei so Wandsprüngen. Und wir haben ja gesehen, dass es da ein Pflaster gab und das hätte ich jetzt gerne. Wie ihr seht, er springt halt nicht so hoch. Nein! Hier nämlich. Hä? Okay. Ja, so kann man nämlich den Doppelsprung einsetzen. Das war jetzt sehr krass, dass das funktioniert hat. Das hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Deshalb muss ich jetzt einfach... Ja, ich muss durchkommen. Weil du kannst den Doppelsprung von Joseph nur einsetzen, wenn du bei einer Wand runtergleitest und wegfällst davon. Das Problem war, die Wand, wo ich da runtergleiten musste, jetzt war so klein, dass es quasi unmöglich war, dass ich es schaffe. Aber es hat funktioniert. Und ansonsten hätte ich mit einem anderen Doppelsprungcharakter probieren müssen. Darauf hatte ich jetzt aber nicht so richtig Lust. Das Spinatphänomen. Ja, manchmal in Kombination mit Lebensmitteln, also manche Lebensmittel mag man in Kombination mit anderen so stark, aber sonst gar nicht. Ja, eine vernünftige Gegenfrage ist halt immer so die Sache. Du gehst von der Gewohnheit aus, was ein Großteil der Menschen tun.
Großteil der Menschen isst Fleisch. Nee, ich rauche nicht. Ich finde Rauchen auch nicht angenehm. Also ich bin auch ungern Passivraucher. Das hat selbst bei Emi ein bisschen krass reingeschlagen. Weil die hat sogar im Zimmer geraucht und da bin ich immer in die andere Ecke gegangen. In die Ecke. Oder mal aufs Klo. Ihr schreibt zu viel, ich komme nicht mehr zum Spiel. Isst du Süßes? Ja, warum nicht, ne? Gar nicht mehr so viel in letzter Zeit. Spielst du eine Runde Kaizo Mario? Nee. Also mit Süßigkeiten, 132 Sekunden, das wird sicher noch eine A+. Mit Süßigkeiten habe ich echt mal eine Zeit lang ziemlich krass gelebt. Ziemlich lange auch. Immer mal jede Mahlzeit ein Nachtisch quasi. Außer Frühstück. Also immer Mittagessen, Abendessen, immer einmal eine Süßigkeit zwischengeschoben. Das hat schon ziemlich rein. Wo kriege ich denn hier den Schlüssel? Gab es den nicht irgendwie am Anfang oder so? Schlüssel? Nee, der Schlüssel. Hä? Moment, wo ist hier der Schlüssel? Ist das nicht so, dass der ganz am... Ah, der fällt da runter. Okay, ich hab's gesehen. Fällt hier runter. Na, scheiße. Das ist schon... Ja, da hab ich ihn. Sowas, aber darauf muss man manchmal achten, dass da einfach Sachen vom Himmel fallen. Krass. Also jemanden vom Rauchen abzubringen, den du einmal was sagst. Ja, also Raucher unhöflich finden, finde ich jetzt auch nicht. Ich finde durchaus, es ist einfach ein Vergnügen, dass man den Rauchern lassen sollte, wenn sie Rauchen gut finden. Auf der anderen Seite finde ich es nicht okay, wenn Raucher in Gegenwart von Nichtrauchern rauchen, in Gebäuden. Draußen kannst du dich ja immer noch entscheiden als Nichtraucher, ob du einfach mal ein bisschen weiter weg gehst oder so. Aber in Gebäuden finde ich Rauchen auch eigentlich unhöflich. Aber ich sag trotzdem nie was, wenn jemand die Zigarette auspackt, ja. Und ich meine, viele Raucher, so blöd es sich jetzt anhört, aber viele Raucher sind insofern ein bisschen bemitleidenswert, weil sie einfach nicht anders können, als zu rauchen. Ja, die können nicht, also die könnten vielleicht schon, aber es würde sie... Wieso habe ich die Warp Zone jetzt nicht mehr? Wieso ist die Warp Zone weg? Naja. Ja, also von daher, an sich finde ich Rauchen nicht schlimm. Aber mir gibt es halt auch nichts. Ja, also mir würde es nie was geben. Ich weiß, dass ich damit meinen Körper kaputt mache. Ich finde es eklig. Warum sollte ich damit anfangen? Rauchen ist so ein bisschen, ist echt so ein bisschen aus einer Lobby raus entstanden. Irgendwelche Leute haben damit angefangen, irgendwelche anderen Leute fanden es cool und mittlerweile hat sich halt so weit etabliert, dass es in dieser Richtung weitergeraucht wird, weil niemand, oder nennt mir eine Person, die angefangen hat mit Rauchen, weil es ihr geschmeckt hat. Oder, ich weiß nicht, inwiefern man davon Geschmack reden kann, aber weil sie es angenehm empfunden hat, die erste Zigarette zu ziehen. Die erste Zigarette, die man zieht, ist auch immer eklig, oder?
Ja, wenn jemand seine Zigarette auspackt, dann sage ich auch nicht, solange er nicht seine Zigarre auspackt, dann ist alles gut. Ja, ich lebe relativ straight edge, das stimmt, aber ich glaube zu straight edge, also straight edge ist ja eigentlich so eine Lebenseinstellung, wo du, die eher ja, Metlern zugeordnet wird. Also die hat ja auch was Musikrichtungstechnisches und Metler bin ich jetzt nicht so richtig. Ich mag viel Gescreame, viel Gegrowle nicht so richtig, deshalb würde ich mich da jetzt nicht unbedingt in dieses Schema pressen lassen. Aber so rein von dem, was Drogen, Alkohol, was auch immer angeht, da auf jeden Fall, ja. Wenn du willst, gerne. Gamepad würde ich auf jeden Fall entgegennehmen. So ist nicht. Aber auf der anderen Seite muss man dann natürlich überlegen, wenn du so ein Paket schickst mit einem Gamepad, was weiß ich, 10 Euro wert ist und dafür 5 Euro Versand zahlst. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, ja. Wahrscheinlich eher nicht. Übrigens finde ich das Pflaster ziemlich behindert, weil du hier wirklich an dem kleinen Eckchen einen Walljump machst. Von Neonazis? Was? Ja, also ich weiß nicht, ob man das so straight edge nennen kann. Aber so an sich, bei Alkohol ist es ähnlich wie beim Rauchen. Das gibt mir einfach nichts. Vieles an Alkohol, finde ich, riecht schon mega eklig. Es würde sicherlich auch Alkohol geben, der mir schmecken würde. Aber ich vermisse nichts an Getränken. Also rein vom Geschmack her. Gibt's ja auch ganz wenige, die jetzt sagen, boah, Alkohol ist das Wahre, ja. Cornel ist da zum Beispiel eine Ausnahme, dem schmeckt es wirklich. Ja, und dann sage ich auch, okay, wenn es dir schmeckt und wenn du es in Maßen genießen kannst, dann mach das. Dann auf jeden Fall. Dann hat es einfach was mit Genussmittel zu tun, ja. Nein, im Auto höre ich vielleicht 30% Soundtracks und 70% Rise Against. Und, naja gut, ein bisschen, naja sagen wir 65% Rise Against und 5% andere Bands. Ach man. Das Landen, nachdem du das Pflaster hast, finde ich so schwer. Kleiner Jump. Kleiner Jump. Oh, das war knapp. Krass. Ja, Rise Against sind einfach die Größten. Also da braucht man nicht viel. Nein, das war scheiße. Das hier ist eigentlich nicht das schwerste Level von der Warp Zone, deshalb sollte man das eigentlich schaffen können. Wenn man nicht so dumm ist, was ich gerade mache. Komm. Nein, das war scheiße. Ja. Also, auch bei Alkohol ist es ja so, dass viele Leute das einfach nur aus Coolness anfangen zu trinken. Und dann irgendwann schmeckt es ihnen vielleicht sogar, beziehungsweise... Ich meine, der Spruch, ein Bier schmeckt erst nach dem vierten, hat auch was Wahres, ne? Irgendwann bist du vielleicht auch nicht mehr... Ja, weil es ist einfach nur dadurch, dass es... Ja, dass du schon besoffen bist, dass du es geil findest, mehr zu trinken. Weiß ich nicht. Ja, im ja, natürlich. Hallo? Dia-Dia-Dox ist voll cool. So, endlich mal das Pflaster mitgenommen und souverän gelandet, ey. Doch, ich würde schon sagen, dass es viele, viele Jugendliche, die anfangen, gibt, die anfangen aus Coolness zu trinken. Ich will nicht bestreiten, dass es dann auch welche gibt, die richtig damit umgehen und ja, das nur so als Ansatz genommen haben, um dahin zu kommen und das dann auch vollkommen in Ordnung ist.
Aber ich denke schon, dass es da viele gibt, die aus dem Anreiz anfangen. Cornel, deine Entwicklung zu Alkohol ist eine, die ich so ganz, ganz selten jemals nachvollzogen habe bei irgendeiner Person. Ja, die ist schon sehr einzigartig. Wie ich finde zumindest. Ja, was gibt's? Tennisball, lol. mein Lieblingssong von Rise Against hätte ich eine ganze Zeit lang keinen gehabt, aber ich glaube, da muss man sogar unterscheiden zwischen den eher sanften und den, ja, den schnellen. Wobei sanfte haben sie nicht ganz so viele. Bei den sanften finde ich Roadside am coolsten. Und bei den normalen, also bei den meisten, bei den schnelleren, da finde ich The First Drop am geilsten. Das sind so meine zwei Favorites. Manga oder Anime? Beides. Nee, eher Anime. Aber ich gucke nicht viele Animes. Ja, ich gucke nur die RTL 2 Animes. Die ganz, ganz, ganz klassischen. Ganz, ganz klassisch. Nein, 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 das war dumm. Komm, geh da hoch. Nein, zu langsam. War so klar. Jo. Also die meisten haben es ja wahrscheinlich mitbekommen. Ich bin ja momentan immer noch am Yu-Gi-Oh! Suchten so ein bisschen. Die normale Staffel habe ich jetzt durch. Jetzt bekommt, jetzt geht GX wieder los. Von welchem Spiel hörst du die meisten Soundtracks? Mega Man und Zelda, würde ich sagen. Zelda ist ein bisschen ironisch, weil ich es nicht spiele, aber trotzdem höre ich die meisten Soundtracks so gesehen. Nein, das war blöd. Das auch. Hier muss man ein bisschen schneller hoch, wenn man sonst ja Pluszeit nicht mehr kriegt. Oder sowas macht. Zack, funktioniert. Die Yu-Gi-Oh! Staffeln gibt's auf Kinox. Da würde ich allerdings empfehlen, dir vorher einen Adblocker zu holen, weil da manche Seiten leicht virenbehaftet sind. Aber in der gleichen Schiene würde ich dir auch empfehlen, diesen Adblocker nur auf dieser Seite anzumachen. Ist auch ganz klar. Ah ja, da unten die Warp Zone ist lustig. Die können wir mal wieder nur mit Joseph holen. Beziehungsweise später. Es wird später auch noch Doppelsprungcharaktere geben in dem Spiel. Nein, das war dumm. Es wird später noch Doppelsprungcharaktere geben. Die sind aber. Oh. Nein, 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 das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Ich will da eigentlich stehen bleiben. Nein, die Warpzone ist weg. Scheiße. Die Doppelsprungcharaktere kommen erst ziemlich spät im Spiel. Das heißt, entweder wir würden die Pflaster jetzt liegen lassen an der Stelle, oder wir nutzen halt Joseph und seinen Krüppel-Doppelsprung. Ich meine, eigentlich geht er. Eigentlich kann man damit auch viel machen, aber ich finde den ein bisschen seltsam. Konservativismus, Liberalismus oder Sozialismus? Naja, also wenn du auf politische Richtungen anspielst, dann fehlen da noch ein paar. ich bin nicht besonders konservativ, ich bin liberal im Sinne, wie liberal unpolitisch genutzt wird. Also nicht unbedingt wirtschaftlich liberal, sondern eher sozialliberal. Kann man das sagen? Also sozialliberal jetzt auch nicht politisch gesehen, sondern, wie soll man das erklären? Gesellschaftlich liberal einfach, ja?
Ja, und Sozialismus ist halt auch politisch gesehen wieder eine krasse Sache, ja, aber eine Mischung aus Sozialismus und Liberalismus ist, ja, wenn man jetzt rein nicht politisch mal guckt, auf jeden Fall das Richtige. Das Spiel findet doch statt. Warte mal. Muss ich da jetzt spielen? Soll ich da jetzt spielen? Meat Boy wollte ich nicht LP'en, weil ich das. Also ich persönlich finde es für mich einfach ein besseres Stream-Projekt, weil du kannst zwischen den Leveln. Kannst zwischen den Leveln mal wieder gucken, kannst dann ein Thema für ein Level nehmen und das dann so ansprechen. Mir fehlen halt auch ein paar Stream-Projekte. Deshalb. Und ich wollte auch ein Jump'n'Run-Stream-Projekt auf jeden Fall haben und deshalb passt es halt gerade gut. Genau, so kriegt man das Pflaster. Und jetzt einfach nur ein bisschen Mitgefühl hier durch. Kevin? Ja, leider. Ich muss fahren. Okay, da muss ich nochmal kurz was regeln wegen Essen, weil das muss ich dann verschieben. Beziehungsweise, wann findet es statt? Findet es pünktlich um 8 statt oder kann man da noch dran drehen? Also, wenn wir es eine halbe Stunde nach hinten verlegen könnten, würde ich es gut finden. Okay, da muss ich noch mal raus. So, bin wieder da. Ich musste noch was klären wegen Essen. Weil ich ja logischerweise dann nicht um. Ich wollte eigentlich so um 8 essen gehen oder um 8:30 oder so. Aber das geht ja jetzt nicht. Ja, Kevin, was gibt's? Ich bin ein Schatz, ich weiß. Ich mag deine Haare auch. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe irgendwie das Thema verloren. Möchtest du Alkohol mich Kornel heiraten? Ach so. eine Stunde Isaac mal sehen. Ich glaube eher nicht. Nee. Isaac hat sich echt ein bisschen abgelutscht für mich. Also es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ausgelutschtes Spiel. Na, scheiße. Muss halt noch ein paar von den Steinen stehen lassen. Das ist das Problem bei dem Level hier. Ja, und das war jetzt schon ein bisschen blöd. Das war noch blöder. Ich finde es auch einfacher, ehrlich, um ehrlich zu sein, dasselbe Level hier mit dem Pflaster links zu haben, also spiegelverkehrt, als jetzt sowas hier. Ach, scheiße. Hätte doch mal klappen können. Na? Ich bin schon ganz aus dem Bildschirm. Ja, es hat funktioniert. Jetzt nur noch einmal hier hoch. Jawoll, macht er. Also, Programmänderung. Wir fahren um 8 Uhr dann 3v3 in der Liga. Dann werden wir kurzzeitig mal wieder so ein bisschen antizentralistischer streamen. Ja. Und danach geht's dann wieder normal weiter. So, Raketen. Raketen, die uns verfolgen. Aber jetzt wird das Spiel auch ein bisschen schwer. Weil ab den Raketenleveln kommen jetzt die ersten Gegner dazu, die uns wirklich verfolgen. Und davon gibt's dann auch ein paar, die noch mieser verfolgen. Später wird's noch Teilungslenkraketen geben. Also eigentlich sind das solche komischen Viecher, aber die teilen sich halt dann, wenn sie an der Wand sind.
oder an Wand fliegen noch mal in 5 verschiedene auf. Da hätte ich jetzt hier zum Beispiel nicht so einfaches Spiel gehabt wie mit der Kanone. Ja, das wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen schwerer. Schlüssel. Einmal hier rum. Einmal hier durch. Und dann haben wir die. So. Gab's hier nicht irgendwo? Hier gab's ein Pflaster, okay. Und zack. Man muss hier auch ein bisschen auf sein Timing... Was? Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich dadurch Schaden kriege. Ein bisschen muss man auf sein Timing achten. Weil man merkt ja ungefähr, wann die Raketen feuern wollen. Zack! Warum das jetzt kein A-Plus war, ich fand es schnell. Trotz Pflaster, aber ich fand es trotzdem schnell. Und durchlaufen, durchlaufen, ja. Immer schön gegen den Block. Ja, naja. Das hier ist jetzt echt noch einfach, weil die Raketen splitten sich ja nicht. Und dann geht es. Dann geht es echt klar. Weil da musst du wirklich nur ein bisschen aufs Timing von den Raketen achten. Das ist ja auch sowas, was immer in regelmäßigen Abständen kommt. Das war jetzt scheiße. Das hat natürlich nicht gereicht, weil ich am Ende den Mist gebaut habe. Also musst einfach nur ein bisschen aufs Timing von den Raketen achten und dann weißt du ja automatisch, wo sie hinschießen. Weil immer da, wo du bist, werden die Raketen dann auch hinschießen. In dem Moment. So, hier muss man jetzt ein bisschen beeilen. Ja, und wenn man die Seite wechselt, auch wieder so ein Timing-Level. Ja, wenn du die Seite wechselst, musst du eben das Timing dafür haben. Genau, und ansonsten musst du halt kurz warten. Hier gab es wieder kein Pflaster. Irgendwie fehlen mir Pflaster, glaube ich. Na, egal. Und ich meine, wenn man jetzt sich das hier anguckt, das ist jetzt auch noch nicht so schwer. Auch kein Pflaster. Nein. Das war übrigens die Stelle, an der ich Cornets Stream verlassen musste. Moment, hier gab es doch aber mal ein Pflaster, oder? Täuscht mich das jetzt? Also da bin ich mir doch relativ sicher, dass es in dem Level hier eins gab. Nein, 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 nein. Okay. Ja, das Spiel an sich hat halt schon einen gewissen Schwierigkeitsgrad, aber es ist auch ein bisschen, du musst in die Steuerung reinfinden. Ich war mir fast sicher, dass es hier unten ein Pflaster gibt. Aber wahrscheinlich ist es in der Dark World. Höchstwahrscheinlich. Naja, wir haben jetzt schon so lange kein Pflaster mehr gefunden. Ich weiß nicht, ob das reicht. Und da macht er das Ding. Guck dir das an. Ja, waren wir eben noch bei irgendeinem Thema stehen geblieben? Ich hab's schon wieder vergessen. Es tut mir ein bisschen leid, das mit der IL hat jetzt rausgerissen. Ich werde dann so um 5 vor mal anfangen, Leute zu adden. Passt. Ja, nächstes Level, ja. Ja, solche Plattformlevel sind auch ganz beliebt. Wo man dann kurzfristig warten muss, aber eigentlich doch schon ein bisschen schneller abspringen könnte, kann, wie auch immer. Ich habe 100 Pro irgendwo ein Pflaster verpasst. Das kann nicht sein, dass so wenige Pflaster hier in den gesamten Leveln drin sind. Das passt nicht. So, jetzt einmal ganz runter, genau, und jetzt nochmal ganz hoch. Nein, 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 nein. Gut. Was? Okay, das war nicht schnell genug, scheiße. Ja, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man muss. Und wenn man dann noch von Raketen getroffen wird. Ich glaube, ich habe wieder zu viel mitgenommen, ja. Zu viel mitgenommen. Ich hätte wahrscheinlich sogar außen hochgekonnt. Aber außen ist halt immer ein bisschen gewagt, weil die Raketen dann direkt neben dir sind. Nein, 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 nein. Es ist schon wieder zu langsam. Das ist halt immer so mein Problem. Den letzten Sprung zu Bandage Girl, den verpasse ich so häufig. Dann mache ich mal tot. Und dann dadurch leidet dann halt die Zeit. Nein, nein, nein.
Wieso hat er jetzt so oft geschossen? Musst darauf achten, dass die auch nicht so häufig dich sehen, weil dann passiert eben genau so was. Okay. Das Lustige ist, dass die Raketen manchmal Bögen fliegen. Also die können so schnell sich drehen und so. Das. So, das war jetzt gut. Danke. Was? Wie was verpasst? Glaube nicht. So, aber dann seht ihr gleich mal wenigstens für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind bei einem EL-Stream, ich schätze mal nicht. Jawohl, ein 3 und 3 habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen auf meinem Kanal. Oder? Höchstens mal unkommentiert, also was heißt unkommentiert, halt ohne CW, Chat, nein, nicht Chat, ach, Skype-Call, egal. Alles dasselbe. Dann kriegt man davon, da ist wenigstens nochmal ein Pflaster. Damit wir nicht ganz pflasterlos da draus gehen. Moment, wie komme ich denn da dran? Fällt es runter? Ah ne, ich muss oben rum. Ja. Ich muss oben rum. Genau hier. Na, und dann so abpassen, dass man nicht da reinfällt. Ich habe gedacht, das passt vom Timing. Aber manchmal ist echt überraschend, wie langsam Meat Boy fällt. Er hat einen relativ, also hier im Spiel gibt es eine relativ geringe Schwerkraft. Oder Meat Boy ist einfach, naja, träge ist ja egal, weil wenn du mehr Gewicht hast. Die träge Masse ist ja übereinstimmend mit der schweren Masse, wie man weiß. Also zumindest bis auf eine Abweichung von 10 hoch minus 12 oder so. In diesem Sinne kann man da ja nicht von träger Masse und schwerer Masse als unterschiedlichem labern, ne? Ist klar. So, und jetzt das Ganze nochmal ohne Pflaster. Sollte eigentlich nicht wesentlich schwerer werden. Aber die Dark World Level hier, die sind schon wieder ein bisschen. Weißt du, du spielst die Light World und hast halt die Dark World hinten im Hinterkopf. Und dann weißt du, oh, das wird. Das wird nix. Ja, das. Also, somit das Interessanteste an Physik ist ja eigentlich, wie Leute es geschafft haben mit ihrer verkümmerten Ausrüstung, wie Forscher es geschafft haben, mit ihrer verkümmerten Ausrüstung Sachen zu erfinden, die einfach weltbewegend sind, was weiß ich, ja, die wirklich richtig gammelige Geräte hatten und dann irgendwelche weltbewegenden Sachen erfunden haben. Das war scheiße. Wird doch nix, oder? Das war ein A+. Hier gab's aber auch ein Pflaster, oder? Nee? Nicht mal außen? Ich sehe keins. Nee, ich glaube, es gab keins hier. Okay. Es kommt mir echt ein bisschen wenig an Pflastern vor, aber mein Gott, was willst du machen? So, da haben wir jetzt aber auf jeden Fall wieder eins. Na, am besten sollte man immer springen, wenn eine Rakete auf einen schießt, weil die Raketen. Also wenn man springt, hat man die größte Geschwindigkeitsänderung. Ja. Und also die größte Beschleunigung. Wenn man das aber vergleicht mit dem, wenn man fällt, ja, wie gesagt, Meat Boy fällt nicht so schnell. Das heißt, wenn man fällt, kann man Raketen kaum schnell entkommen im Vergleich dazu, wenn man springt. Deshalb sollte man eigentlich immer vor Raketen davon springen, anstatt zu rennen. Na, das war dumm. Und man sollte vielleicht auch mal lernen zu spielen. Wäre in manchen Situationen auch nicht schlecht. Hä? Hey, ich bin noch da oben. Irgendwie wollte der da nicht gegen. Wir können uns ja am Anfang auch ein bisschen Zeit lassen. Oh. So, wie gesagt, immer dann springen. Oh, das ist krass. Oh, das ist krass. Ja, das. Nein, das Pflaster ist nicht einfach. Aber da habe ich jetzt. Ah. Das ist halt immer das Problem, wenn du dich seitlich noch mitbewegen willst gleichzeitig. Aber eigentlich war das richtig gut, der Ansatz. Es ist auch schwer, weil da in einem kleinen Raum kannst du halt nur zwei Felder hoch springen und musst gleichzeitig noch einer Rakete ausweichen. Von daher ist es, ja. Habe ich das? Fand ich schon ganz gut gemacht, aber leider hat es dafür nicht gereicht. Ja, ich denke an das 3v3.
Mach noch das Level und dann sind wir auch durch mit der mit den 20 Leveln von der Light World. Dann haben wir eine Dark World und eine Light World komplett geschafft. Yay. Und wahrscheinlich noch eine Warp Zone vergessen. Wir hatten ja nur eine, oder? Das ist definitiv zu wenig. Mir wird schon keiner Kopf abreißen, wenn ich um 3 nach erst im Raum bin. Das wird schon passen. Normalerweise bin ich immer relativ pünktlich im Raum, aber in dem Fall war das jetzt eine Angelegenheit, wo wir innerhalb von ja 20 Minuten quasi uns umentscheiden mussten. Da kann der gegnerische Clan nicht wirklich erwarten, dass alle pünktlich können, weil wenn die schon sagen, sie können nicht, dann ist das schon mal eine Sache. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. So, und jetzt einfach nur nochmal zurück. Ja. Und da hat er das Ding. Wunderbar. Niger von Aquaria. Okay, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Gut, viele andere auch nicht. Aber Bittrip Runner sagt mir zum Beispiel schon mal was. Joseph kenne ich jetzt nicht. Ja. Also, ja, Super Meat Boy. Ich denke, das Spiel ist sogar noch ein Ticken geiler, wenn du die ganzen Sachen kennst, die so dahinter stehen. Hinter den ganzen Retro-Anspielungen und so. Deshalb finde ich es eigentlich sogar ein bisschen schade, dass ich das nicht kenne. Und da fehlt ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die NES-Erfahrung sogar für. Ja. Also ich wär schon gerne ein bisschen früher groß geworden. Das kann ich glaube ich festhalten. Einfach um so ein bisschen die SNES-Zeit noch mitzuerleben. Das wäre cool gewesen, wie ich finde. So, das war die Light World. Wir haben 10 von 20 Verbänden. Das könnte mit 2 Warp Zones. Das könnte sein, dass das alles ist. Würde ich jetzt aber nicht beschwören. Alles gut. Bei mir ist noch 58. Alles gut. Tetrapack ist eine Welterfindung. Ja, interessanterweise hat mir einer aus dem Tischtennis erzählt, dass er, der ist so ein bisschen hundefanatisch und der hat so ein Motiv mal malen lassen für T-Shirts und hat für dieses Motiv ein Patent angemeldet. Dieses Patent hat 1600 Euro gekostet, glaube ich. Aber der hat mittlerweile schon, hat das dann im Internet nachgeguckt und hat dann eine Firma gefunden, die dieses genau dasselbe, wo er das Patent angemeldet hat, übernommen hat. Eine Stickerei, die sich damit halt strafrechtlich gemacht haben. Und dann hat er die angeschrieben, von wegen hier, ja. Also nee, ich glaube, er hat gleich einen Anwalt genommen und gegen die geklagt. Und dann haben die gesagt, ja, wollen Sie das denn nicht nochmal überlegen? Und dann hat er aber trotzdem gesagt, nö, das wird weiter geregelt. Ja. Und da wird er jetzt sicherlich schon allein sein Patent rauskriegen, wenn er das eben so weitermacht. Wenn er da jetzt erfolgreich ist, wovon man ausgehen kann, wenn man ein Patent angemeldet hat, dann wird er damit sicherlich mehr rausholen, als er dafür ausgegeben hat. Deshalb, Leute, wenn ihr irgendwas habt, irgendwas Kreatives, wo ihr denkt, es könnte was werden, meldet ein Patent an, wenn ihr 1600 Euro zur Verfügung habt. Oder ein bisschen mehr. Oder ein bisschen weniger vielleicht auch für manche Sachen. Kommt drauf an. So, 20 Uhr, ich bin online. Alles super. Alles super. Ich muss zwar noch einen Host adden und das funktioniert manchmal nicht. Das funktioniert lustigerweise beim Connecten immer erst beim zweiten Mal. So, damit wir aber auch Ton haben, muss ich jetzt den Stream nochmal resetten. Bis gleich.